Benjamin Wager, heute haben wir hier die Medienkonferenz gehabt, zur Tour de Suisse 2019, die ja dann Ende Juni euch hier Halt macht. Ihr selber seid, habt sehr eine erfolgreiche Saison eigentlich gehabt, wenn ihr vorher selber gesehen habt. Wie seid ihr mit der Schweizer Meisterschaft so zufrieden gewesen? Ja, muss sagen, sehr gut. Wenn wir zweimal Schweizer Meister werden, kommen wir nicht. Die Rennen selber, klar. Der Rennen oder der Fehler ist passiert, aber ich bin hat auch von meinen Energiereserven zum Glück noch zehren, die noch sind, übrig waren. Und ja, wirklich in diesen schwierigen Bedingungen, die wir hier hatten. Also der Schnee war mehr schwarz als weiss. Die Temperaturen waren mehr frühlingshaft als winterlich. Von dem her, ja, sicher das Maximum können abrufen, das noch drin gelegen ist an so einer harten Saison. Heute war der Önomo gerade Schnee auf dem Programm. Seit Oktober hat er vorher gesehen, seit jetzt praktisch jeden Tag auf der Piste gsi. Heute vielleicht sogar immer gerade auf dem Bike unterwegs gsi an dem Showwettkampf gegen den Kilian Franchini. Wie war das so gsi? So, das erste Mal diese Saison auf dem Velo, aber auf dem Schnee? Ja, klar, es ist, die ersten Meter sind immer ein bisschen wackeliger, als wenn man schon ein paar Kilometer durch hat. Aber das erste Mal für mich war so auf einem Fatbike. Ich muss sagen, das ist eine ganz coole Sache, hat mir Spass gemacht. Und, ja, ist nur schön, dass man gerade so den Saisonabschluss mit dem Sommeranfang oder so gerade so direkt kann verbinden innerhalb von 2 Minuten. Das ist noch, ja, ist noch Spass. An der Tour de Suisse seid ihr selber euch mit dabei. Erzähl mal, was habt ihr da genau für eine Funktion? Ja, auf der Endaufgabe ist, dass ich da Ehrenstarter werde sein. Ich werde die Rennfahrer hier auf die Schlussetappe schicken. Und nachher werden wir euch hier noch irgendeinen Orden einen kleinen Biathlon-Show-Wettkampf machen. Da, ja, es gibt 2-3 verschiedene Varianten, die man könnte machen könnte. Es ist also nicht ganz festgelegt, wie oder was. Aber ja, das wird sicher auch eine coole Sache, dass man einen Sport vielleicht einmal ein bisschen einem anderen Publikum noch präsentieren kann. Weil ja, das sind erfahrungsgemäß immer sehr gut besucht, so durch das Suisse-Anlass. Und das ist eigentlich das ganze Mannschaftsheld, die da ist, also die Nationalmannschaft von dem her. Ich freue mich auf das und wird sicher ein cooler Anlass. So, jetzt ist die Saison eigentlich durch. Jetzt gibt es Ferien. Wie ist das so? Freut man sich da richtig drauf, dass man jetzt einfach mal so ein bisschen ausspannen kann, mal dem Körper wieder ein bisschen Erholung kann gewinnen. Wie ist das so? Ja, auf der einen Seite freut man sich sicher extrem auf das, mich persönlich halte. Dass der ganze Winter über eigentlich so ein bisschen wie am Leben. Ja, ich brauche einfach immer ein Ziel. Du arbeitest auf das Ziel hin. Hast du so enorm viele Rennen, bist immer unter Spannung und ja, für den Körper auf einer Seite eine riesen Belastung und ja, wirklich, dass es wirklich ein Reserve gibt auf der anderen Seite, halt auch mental, im Kopf, im Unterbewusstsein, was das sehr, sehr viel fordert und dann merkst du einfach, irgendwann bist du durch und dann ja, der wird aus der Vorfreude, die du hast, wird einfach der etwas Reales, wenn du einfach den brauchst und wenn du auch irgendeinen so hast verdient, gleich einmal.